Gut, dann können wir jetzt in das letzte Level der dritten Welt, und zwar Nummer 15, Doubleheader. Oh Gott, ein Mittelalter-Level. Du bist ja schon in so manche Party geplatzt, aber ich hätte nie gedacht, dass du es so weit bringst. Wenn du nicht umkehrst... Ich werde dich und das gesamte Universum 1000 Jahre leiden lassen. Gut, da wären wir wieder mit unseren schönen Mittelalter-Level. Und diesmal gibt's auch sogar zweiköpfige Bastardos, die hier auf uns warten. Aber mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Nee, nee. Das lassen wir mal lieber gut sein. Denn wir kümmern uns einzig und allein um unsere Kisten und natürlich um diese schöne, schöne Landschaft. Oh, sieht das nicht toll aus? Oh mein Gott, das war knapp. Ich dachte, der springt jetzt nochmal vorwärts. Und dabei springt er einmal zurück. Und hätte mich fast mein Akku gekostet. Aber so nicht. So nicht. Aber die Frösche schauen jetzt irgendwie anders aus, oder? Und die Zweiköpfigen, die kann man nicht töten. Also das sollte man nur wissen. Bei denen ist es nicht möglich, irgendwas zu machen. Und genauso wenig wie bei diesen Buddies hier. Ich glaube, das geht bei denen auch nicht. Und ich versuche mir jetzt einfach mal hier das Leben zu farmen, oder? Yeah, hat geklappt. Ja, ist gar nicht so einfach zwischen zwei. Oh Gott, oh Gott. Ja, schnell, 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 schnell. Bei drehenden Kisten, wie ich gesagt habe, immer sehr schnell sein, bevor die sich in eine Eisenkiste verwandelt. Wir haben es ja noch gar nicht gesehen irgendwie. Oder kann es sein? Also bei mir im LP gab es das noch nicht bisher. Bei Crash Bandicoot 3, dass ich zugelassen habe, dass sich eine Kiste dreht und sich verwandelt. Das werden wir auch nicht sehen, glaube ich. So, weg. Okay. Hätten wir auch geschafft. Nächster Checkpoint. Und da hinten gibt es wieder unseren schönen Merlin. Merlin, der Zauberer mit seinem schönen, hässlichen Bart. Ja, ja. Aber hier gibt es auch 91 Kisten. Es ist echt unglaublich, wie viele Kisten man eigentlich in ein Level einprogrammieren kann. Was war eigentlich bisher unser höchstes an Kisten? Ich glaube, über 100, oder? Kann das sein? Ach, irgendwie sowas. Über 100 auf jeden Fall. Und hier gibt es einen Bonus. Oh, Gott sei Dank ein Bonus. Da erwarten mich wenigstens nicht solche zweiköpfigen Missgeburten. Gott sei Dank nicht. Aber dafür ein schöner Außenwall mit jeder Menge Kisten. 30 Stück. Cool. Cool, okay. Der Doppelsprung hat allerdings auch seine Nachteile. Denn wenn man nochmal X drückt und dann da irgendwie doch raufkommt, dann springt er eben doppelt, obwohl man gar nicht doppelt springen will. Und das ist eben, was mich so ein bisschen nervt bei dem Doppelsprung. Aber ansonsten finde ich den eigentlich ganz geil. Okay, ich muss jetzt da auf jeden Fall drüber. Ja, cool, okay. Weil wenn ich jetzt nämlich die TNT-Kisten aktiviert hätte, dann hätte ich eben das Problem gehabt, dass ich nicht mehr oben an die Dinger rangekommen wäre. Somit alles richtig gemacht. Yeah, genau so soll es sein. Ah, es funktioniert, es funktioniert. Ich liebe es, wenn übrigens Pläne funktionieren. Na gut, komm, auf die eine Kiste verzichte ich. Aber ich bleibe jetzt trotzdem noch im Screen. Weil es kann ab und zu vorkommen, dass irgendwelche Kisten nicht gezählt werden, obwohl man sie erfolgreich gemacht hat. Tja, so, es sind noch 4 Kisten übrig. Unten gibt es noch ein TNT. Das erledigt dann den Rest und dann hätten wir den Bonus auch komplett erledigt. Geil. Aber nur mit einem One-Up. Schade. Also mit One-Ups werden die auch immer geiziger. Im dritten Teil von Crash Bandicoot sind sie extrem geizig mit den One-Ups. Im ersten Teil waren die da noch wirklich sehr, sehr gnädig. Da haben wir es sogar auf 99 Leben geschafft. Aber hier, Fehlanzeige. Bei den 99 bin ich ja noch meilenweit entfernt. Also ich glaube, da komme ich auch gar nicht mehr ran. Wie viel fehlen denn jetzt noch? Okay, fehlen noch 27, okay, 26 Kisten. Das sollten wir normalerweise hinkriegen. Und habe ich da oben nicht irgendwas schimmern sehen? Nee? Okay. Hätte ich jetzt eigentlich fast gedacht, dass da oben irgendwas wäre, aber da war nichts. So, eine drehende Kiste. Bam. Ja, da muss ich echt aufpassen. Überall muss man aufpassen. Überall. In jeder Ecke lauern Gefahren. So wie diese Ziege, genau, die mich jetzt mein Akku gekostet hat. Und bei diesem Merlin auch unbedingt mal drauf achten. Er kann sogar über Schluchten schießen. Also nicht, dass ihr denkt, der Weg ist jetzt vorbei. Oh, die Stelle sackt. Die Stelle sackt. Oh mein Gott. Boah, wie mache ich denn das? Bäm. Und drüber. Yes. Und genauso wollte ich das sehen. Perfekt. Alles geschafft. Und dann können wir uns auch jetzt endlich dem Bossfight widmen von der dritten Welt. Oh, wie war denn nochmal der Bossfight? Wie war denn nochmal der Bossfight? Aber ich muss das... Immer wenn ich das erst sehe, dann checke ich den Bossfight. Ansonsten habe ich keine Ahnung. Also ich weiß zwar jetzt, dass wir gegen
Dr. Tropy kämpfen müssen. Und er hat, glaube ich, irgendeinen so komischen Stab dabei gehabt. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Naja, wir werden es auf jeden Fall gleich erfahren. Wenn Crash mal hier seine Beute ausgekotzt und ausgespuckt hat, dann können wir endlich den nächsten Boss machen. Dann gehen wir auch schon in die vierte Welt. In die vierte Welt. Also ist dieses Let's Play auch schon bald zu Ende. Dr. Entropy. Eure kleinen Ungeziefer-Gehirne sind viel zu dumm, um zu begreifen, wo ihr hineingeraten seid. Diesmal seid ihr zu weit gegangen. So, da sind wir auch schon. Da ist er doch. Unser schöner Tropy. Du kleines Stinktier. Ich bin kein Stinktier, ich bin Beuteldachs. Ich bin ein Beuteldachs, du Lappen. Okay. Okay, gut. Alles klar, alles klar. Also ich verstehe schon, ich verstehe den Bossfight, das Prinzip. Aber es ist eben auch nicht einfach. Ja, man muss da wirklich aufpassen, dass einen da gar nichts erwischt. Und deswegen wäre es besser, unbedingt, wenn man seine Doppelsprünge einsetzt. Und wieso haben alle Bosse hier drin nur 3 Leben? Ich verstehe das nicht. Muss ich wieder zurück? Ne, muss ich nicht. Okay, er wechselt die Seite. Okay, ich hab mir jetzt gerade echt Sorgen gemacht, dass der, dass ich wieder zurück muss. Weil das wäre jetzt echt ätzend gewesen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Man muss unbedingt achten, von wo er schießt. So, komm. Mach deinen Weg. Yeah. Nein, und ich spring voll ins Loch. Was? Als ob. Ja, nee, ist klar, ne? Ist klar. Ich spring da volle Kanne rein. Mein Gott, bin ich doof. Echt. Ach, Dani, komm. Normalerweise kann ich die Bossfights eigentlich immer gut, aber das war jetzt einfach nur Dummheit. Das war jetzt wirklich Dummheit. Ach, und jetzt echt? Ach, jetzt ändert der auch noch seine Position. Ach so, ich dachte, die Plattformen bleiben immer gleich. Nee, tun sie natürlich nicht. Komm, Tropy, jetzt ab. Okay, wir haben nur noch 2 Plattformen Platz. Das heißt, wir werden auf jeden Fall zum Schluss nur noch eine einzige Reihe an Plattformen haben. Und da müssen wir echt aufpassen, dass uns da nichts trifft. So, aber jetzt. Aber jetzt. So, jetzt darüber, hierhin. Und bam! Gut! Noch ein Treffer, dann wäre es gewesen. Dann wäre Dr. Tropy am Ende. Gut, was kommt denn jetzt? So, nochmal eine. Dann eine, die hochfliegt. Dann nochmal eine, wo unten fliegt. Oh mein Gott. Okay. Komm jetzt wieder irgendwo. Ja. Natürlich wieder Electrostatic Spuren. Mhm. Was rede ich eigentlich schon wieder für ein Bullshit, mein Gott? Ja, das ist alles Konzentration, Freunde. Alles Konzentration. Okay, oh mein fucking Gott. Und bam, das wär's gewesen. Das wär's gewesen. Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Wird es auch bald sein. Und dafür kriegen wir eine neue Spezialfähigkeit. Und zwar der Todestornado-Wirbel. Drücke wiederholt Viereck, um länger und schneller zu wirbeln oder in der Luft zu gleiten. Das gab's. Das war auch wirklich eine mega, mega geile Gabe. Und ich muss sagen, der Bossfight ist sehr schnell vorbeigegangen. Eigentlich fast zu schnell. Ich hoffe natürlich nicht, dass die Folge jetzt wirklich sehr, sehr langsam wird. Sehr, sehr, sehr kurz wird. Nicht langsam, sehr, sehr kurz wird. Denn ich will eigentlich den Part jetzt beenden. Ich bin mir aber nicht sicher, wie lange die Folge dauert. Aber ich beende sie trotzdem. Denn dann heben wir uns die glorreiche vierte Welt fürs nächste Mal auf. Diese unverschämten, unbedeutenden Narren, in denen ihr Entropy besiegt habt, habt ihr uns alle in große Gefahr gebracht. Crash, Coco, euch muss bewusst sein, dass diese Zeitstrudelmaschine sehr empfindlich ist. Wer weiß, was sie tun wird, wenn Dr. Entropy sie nicht ständig überwacht. Gut, danke für die Unterbrechung, Cortex und Uka Uka. Der hat uns jetzt zwar gedroht mit, ja, okay, das ist ein bisschen blöd und so, was ihr da gemacht habt, aber es stimmt alles nicht, weil wir können trotzdem in die vierte Welt, auch wenn Entropy jetzt tot ist. Wir sind also in der nächsten Welt, in der vierten Welt, eine ägyptische schöne Landschaft, die wir aber allerdings erst im nächsten Part machen werden. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen, meine Freunde, und bis bald bei Crash Bandicoot Warped und ciao!